Es ist ziemlich genau 13 Monate her, da endete dieses Duell FC Barcelona gegen den FC Bayern München in der Champions League mit 2:8. Ja, das war ein Spektakel sondergleichen. Heute konnte man nicht mit so etwas rechnen. Das Spiel auch wieder in Barcelona und der FC Bayern München zwar sicherlich leicht favorisiert, aber nicht unbedingt in diesem Überrollmodus, da waren sie richtig im Flow. Jetzt müssen sie sich erstmal finden, der FC Barcelona, aber auch fraglich natürlich, ohne Lionel Messi in die Champions League-Saison zu starten. Und das merkte man dieser Partie auch von Beginn an ein klein wenig an. Es war kein sonderlich spektakuläres Fußballspiel, was drauf stand mit Barcelona und Bayern. War erstmal noch nicht drin, hier eine verunglückte Flanke von Leroy Sané, die aber keine Probleme für Marc-André Ter Stegen darstellt. Der FC Barcelona versuchte nach vorne etwas aktiver zu werden, Bayern sehr abwartend, waren ja auch noch einige personelle Fragezeichen nach dem 4:1-Sieg gegen Leipzig, aber die schlagfertige Truppe, sie steht auf dem Rasen. Dann mal der FC Barcelona, knappe halbe Stunde gespielt, aber auch da sieht man, da läuft noch nicht so richtig viel zusammen. Jetzt das Spiel des FC Barcelona am Wochenende gegen Sevilla wurde auch abgesagt bzw. verschoben. Das heißt, ein richtiger Spielrhythmus ist da noch nicht gefunden worden. So ging es mit dem 0:0 in die Pause. Die richtig großen Highlights, sie warteten noch auf uns. Und der zweite Durchgang, so viel kann man versprechen, er wurde sicherlich besser, denn viel Luft nach unten war vor allem überhaupt nicht. Durchgang 2 und der begann mit einem Paukenschlag. Memphis Depay mit einem Freistoß aus 30 Metern ans Aluminium. Was für eine Schusstechnik, der senkt sich und fast fällt er noch genau in den Knick rein, setzt sich aber genau aufs Lattenkreuz. Durchatmen für die Bayern. Barcelona im zweiten Durchgang, die bessere Mannschaft, ganz deutlich. Da ist De Jong. Luke De Jong zu Frenkie De Jong. Der sieht Sergi Roberto. Der dreht sich um Upamecano rum. Wo der Münchner Verteidiger erst nicht gut aussieht, aber dann schnell wieder reinkommt in die Szene und den Fuß reinhält. Ob Neuer da noch hätte reagieren können, sei mal dahingestellt. Ganz wichtige Fußabwehr. Das war eine richtig große Möglichkeit zur Führung für Barcelona. Aber zum Schluss, da kamen die Bayern dann nochmal auf. Lewandowski zu Thomas Müller. Der sieht Sané, wieder Müller. Lewandowski mit dem Auge für Leroy Sané. Der bringt die Flanke auf Thomas Müller. Und Marc-André Ter Stegen pariert und verhindert den Rückstand in der 82. Spielminute. Aus dem Stand so einen Kopfball in die Richtung des Tores. Und nicht unplatziert zu setzen, richtig stark. Aber auch gut pariert vom deutschen Schlussmann beim FC Barcelona. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite. Joshua Kimmich bringt den rein mit viel Zug vom Tor weg. Longley kann erst klären. Musiala hat jetzt das Auge für Kimmich. Das ist überragend gemacht und hat das 1:0 zufolge. 83. Spielminute. Die Bayern gehen spät in Führung nach einer Standardsituation. Kimmich eben erst mit dem Eckball, dann Musiala das Auge dafür, Kimmich noch zu haben. Vielleicht hat der Sechser im wortwörtlichen Sinne auch gerufen und aus Spitzenwinkel überwindet er Ter Stegen, der auch noch auf eine Flanke spekulieren musste. Und der FC Bayern München, er konnte das 1:0 mit in die Nachspielzeit nehmen. Lewandowski nochmal mit einem Geniestreich und dann war es endgültig vorbei. Zweite Minute der Nachspielzeit, 2:0 für den FC Bayern. Leon Goretzka entscheidet dieses Spiel. Die Champions League Premiere für Julian Nagelsmann beim FC Bayern München auf der Bank. Sie ist geglückt, auch wenn sie sich sehr lange schwer taten, die Gäste. Am Ende behielten sie den längeren Atem. Barcelona schlug sich gut, aber muss am Ende als Verlierer vom Platz gehen. Verliert eben mit 0:2 durch zwei späte Treffer des FC Bayern München.